Servus, ich Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty, Rusty, Rust. Ja Leute, diese hast du doch geschrieben in den Kommentaren, ich hab's noch gelesen heute. Zusammengeschnitten, je nachdem. Wer gerne mal live dabei sein möchte, schaut einfach mal auf twitch.tv/targos-13 rein oder auch hier auf dem YouTube-Kanal bin ich auch ab und wann live mit Rusty, Rusty, Rust. Das Ganze findet auf unserem eigenen Community-Server statt, weil da immer öfter mal Fragen kommen. So. Sucht einfach unter Server nach Targos, ansonsten schaut in die Videobeschreibung oder kommt auf dem Discord. Da findet ihr auch alle Infos dazu. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Eine Kopftasche kriegst du da. Ist ja widerlich. Ist echt ein Kopf drin. Wahrscheinlich der Kopf drin, ja. Aber deswegen heißt es Kopftasche. Ja. Alter. Ich dachte, du kennst das halt vielleicht, weil du dir das Ding dann gekauft hast, ist gut. Das ist jetzt gar nicht da, ne? Ja, das ist das Ding. Das ist voll eklig. Pfui, Teufel. Ein Kopf? Nicht so meins. Wer stellt denn da eine Wand hin, ey? Eine Windmühle. Oder eine Windkraftanlage. Geil. Und ein SMG-Gehäuse. Wie läuft der wieder bei dir?
Machen wir 5 hoch oder was? Komm, wir machen. Soll ich auch noch Stein mitbringen oder reicht das erstmal? Weiß ich nicht. Also für heute reicht es erstmal. Okay. Das jetzt irgendwie die Frage war. Da-di-da-da-di-da-da-di-da-da. Da-di-da-da-da. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob das aufgeht. Leider nicht ganz. Mal so.
das denn so nach hinten aus? Ist ja schon wieder 20 vor 8, ey. Ich weiß. Deswegen sag ich euch, ich baue jetzt noch ein bisschen und dann ist für mich Feierabend heute. Ja. Wieder so ein an der Murmel, ey. Und bumm, bumm hat's gemacht. Kann man in der Hütte einziehen, wenn sie fertig ist? Ja, dann müssten wir über den Mietpreis verhandeln, ne? Aber das dauert ja noch ewig. 3 Tage. Ich weiß auch noch nicht, ob mir das gefällt. Oder ob ich das vielleicht mit einer halben oder einer ganzen Wand mache, dass das ein bisschen mehr heraussticht. So als nur so ein kleines. Wir bauen das hier mal anders. Und dann gucken wir uns mal an, was besser aussieht.
Ja, und ob wir das hier innen nutzen irgendwie, weiß ich noch nicht. Was wir hier, wir könnten natürlich hier irgendwie Produktion reinbauen oder Beete oder was weiß ich. Müssen wir mal gucken. Seite oder so. So. Alter, diese Explosion. Ich denke, das wird ein bisschen besser aussehen, weil es ein bisschen markanter ist. Aber gehen wir mal looken. Looky looky machen wir. Ja, gefühlt sieht das Ding besser aus, ne? Ich find's cool. Ja, was? Linke oder das rechte? Das linke. Oh, ich finde das linke auch besser. Überall Fenster willst du nicht reinmachen, ne? Nein, das sieht ja wieder so. Ich würde ja gerne Schießscharten, aber das gibt's halt nicht. Mal diese rostigen Dinger da reinmachen. Das ist richtig. Deswegen habe ich nicht so viele Fenster drin. Soll das so tourmäßig sein? So eine Tour hast ja nicht irgendwie 2 Millionen Fenster, ne? Okay. Das in 7 Days auch so wäre, Alter. Das würde ich ja feiern, ey. Einfach Hammer weg. Das wäre schon easy, ey. Was? Und ich würde das feiern, wenn man hier Sachen so anmalen könnte, wie in 7 Days. Im Pinsel, klatsch, 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 fertig. Und da kannst du kein Geld mit verdienen. Das ist das Problem. Geronimo. Ja, vielleicht machen wir den noch ein, zwei höher. Ich wollte jetzt nur erstmal so. So im Grund, ne? Damit es noch ein bisschen was aussieht. Ja, und das ist gut geworden. Jetzt gucke ich mal.
das geht, was ich mir vorstelle. Bau doch aus Stein, Junge. Das ist noch nicht mal so. Mach doch! Alter. Ja, scheiße. Schieße, ne? Schieße. Kommen wir nicht auf eine Höhe, ey. Also auf die Höhe kommen wir schon, aber... Ne, auf die Höhe kommen wir auch nicht. Schon gar nicht auf den Abstand. Da wäre jetzt eine Hängebrücke von Vorteil. Ja, ich muss dann halt hier. Aber ich kriege das in der Mitte halt dann nicht überbrückt, das ist so das Problem. Vorschlag im Chat bezüglich Skischatten. Ja, mit den halben, ne? Ja, ich weiß. Aber dann habe ich halt eine Quere. Ich würde hätte gerne eine Hochkant, weißt du? Aber ja, wird wahrscheinlich besser aussehen wie die Geschichte mit den rostigen Dingern da drin, hast du recht. Da hast du recht, du. Könnte ich echt ausprobieren. Ja, ich könnte natürlich eine Wand dran machen, dann könnte ich einen rüber machen. Ja, schade. Ich glaube, das müssen wir einstampfen, ey, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich die halt nicht viereckig gemacht habe, ne? Wenn ich die hier viereckig gemacht hätte, erstmal zwei, dann hätte es gepasst. Toll, ja. Also ist Raffi schuld. Ist ja prima. Ich habe da toll hingekriegt. Weil Raffi immer schuld ist. Deswegen. Also so pro forma wegen Bratapfellikör und so. Na, ich guck mal. Did it.
Wofür ist eigentlich der gelbe Marker, den du auf die Map gesetzt hast? Das weiß ich nicht. Ich dachte einfach, ob ich ihn wegmachen kann. Es hätte ja sein können, dass er irgendwas markiert. Was ich halt wissen sollte. Kannst du ihn dann wegmachen, wenn er keinen... So. Ist schon weg. Dankeschön. Tippitoppi. Tippitoppi floppy. Lange mache ich aber auch nicht mehr. Naja, gut, dann müssen wir das hier auf jeden Fall auf dieselbe Höhe komplett ziehen. Das können wir hier auf jeden Fall so machen. Ja, das ist hier halt auch ein Feld weiter rüber wieder. Auch ein bisschen schön. Das heißt, da kriege ich eh keinen hin. Ja, aber hier würden wir dann vielleicht so eine Dingens hinkriegen, so eine kleine Brücke, so wie ich es mir denke. Ja, das sollte gehen. Rumzappelt, ne? Ja, wir könnten das natürlich so machen. Ich krieg da nichts reingebackt, ey. Schade, schade. Frech, 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 ne? Sowas machen.
Chef oder Mino hat da mal eine Frage. Mino hat eine Frage, ja. Sich mal kurz gedulden. Das reicht ja schon zu gucken, wie es ausschaut. Nicht besser wie diese Fensterkacke. Erstmal, man könnte das und dann die Winter wieder wegnehmen, links und rechts. Das hast du doch schon gelesen gehabt, oder? So einen kleinen Streifen. Ja, schießen bitte ich ja. Schießen geht's ja nicht, es geht nur um Style hier gerade. Ja, du kannst halt auch so minimal, so wie er das schreibt, dann hast du halt nur einen so einen, einen Streifen. Hier hast du halt immer so größere zwei. Meins bei 80 Spielern beziehungsweise gut und gerne ca. 25 bis 30 aktiven Spielern müsste oder könnte man die Spawnrate erhöhen, Mobs und oder Kisten oder die Zahl der Mobs erhöhen, mehr Horden wäre nett, man sieht sie leider viel zu wenig. Also spawnt eigentlich alles nach einer halben Stunde nach, ne? Die Spawnrate vom Loot weiß ich gar nicht, ob ich die anpassen könnte. Keinen extra Loot-Mod installieren, wahrscheinlich nicht. Und ja, eigentlich nicht, weil lass uns mal eine Woche spielen, dann spielen wir noch 10, maximal 15 Leute. Wenn dem anders sein sollte, kann man da sicher mal drüber nachdenken, ja. Aber aktuell will ich das nicht. Wie gesagt, muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es haben wir ja schon oft gehabt, dass wir das auch mal 50 Leute gespielt haben. Die erste Woche und dann. Na, also immer mal abwarten. Weil wenn die ersten Leute so den ganzen Scheiß haben, den sie haben wollen, dann ist eh schon wieder Ende. Er sitzt so dran, Alter. Ja, man könnte das halt so machen. Dann die untere, so. Die untere wegnehmen. Dann machst du hier unten nur so. Und dann hast du halt nur diesen einen. Jetzt. Das ist natürlich eine scheiß Arbeit, das im Nachhinein zu machen. Das kann man natürlich gleich so machen. Jede Fahrerkette, ne? Nee, alles gut, Simino. Wie gesagt, wir sollten die Spielerzahlen so bleiben und man hat irgendwie Schwierigkeiten, aber was ja gesehen, ich konnte da jetzt auch, ich habe da ja, da war ja keiner. Klar, im Startgebiet so, da pimmeln alle rum irgendwie, ne? Aber solange nicht alle Monumente irgendwie überlaufen sind. Es gibt ja so viel, du kannst Tunnel gehen, du kannst Cargo machen, du kannst die Events machen, also. Ich glaube, das, was aktuell da ist, sollte eigentlich locker reichen für 30 aktive Spieler. Aber wir können das auf jeden Fall im Auge behalten.
Mr. Rusty. Es sieht schon fett aus, du, wenn du hier angeritten kommst. Ja, das ist ja noch lange nicht fertig, ne? Das geht ja in der Mitte nee, genauso. Hat was. Da geht dann, hier ist halt... Hi, Olli. Das baue ich jetzt gleich auch schon mal hier. Also das ja, schwer zu erklären. Jetzt einmal eben. Du bist halt einfach nur zu spät, Olli. Aufgeregt hat er sich schon. Was? Ja, mal aufgeregt heute. Natürlich. Wo in Person hier heute? Mhm. Du darfst nicht lügen, das weißt du. Wer lügt denn hier? Und du? Was ist denn los mit euch? Mhm. Also, weiß ich auch nicht. Ist halt kacke, weil eigentlich muss das hier rüber, ne? Siehst du, fängt schon an. Kann hier eine Foundation nicht setzen. Triggert mich. Also wir haben jetzt 829 Scrap, da solltest du doch eigentlich noch mal was lernen können, oder? Ja, du kannst doch auch erstmal was lernen, wenn du noch irgendwas brauchst. Ich brauche aber nichts. Da kann man doch noch was von lernen. Du kannst es doch alle schon, warum soll ich das dann auch noch lernen? Dann erstmal das, was du noch oder was wir noch brauchen. Vor doppelt gelernt wird, das ist so Quatsch. Doppelt gemuppelt. Wie dachtest du dir schon, Olli? Das ist ganz schön frech von dir, ne? Schön. Ja, sieht halt auch beschissen aus dann. Hier waren 12 Verkehrsschilder in der Kiste fürs Lernen. Hat er das eine Bewandtnis oder? Nee. Aus? Okay. Tiefenentspannt heute, ja genau. Ganz genau. Voll entspannt, relaxed. Sag mal, kein Stein. Frech. Dachluken eigentlich hier, ne?
Ich aber schon. Und bei dir, Olli, alles gut oder was? Genießt den Sonntag? Den kalten Sonntag? Obwohl, wer weiß, vielleicht ist es bei dir ja warm. Obwohl, normal ist es bei euch ja immer noch eher kälter wie bei uns hier. Wo es ja gar nicht so weit weg ist, ne? Ach, Holzleiter auch noch, ey. Ist da jemand war doch. Sind aber drei Stück hier in ja, der Kiste. Ja, ich weiß. Welche? Aber wir brauchen ja eh Leiter. Dip, 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 dip. Spannender Tag, schönen Abend mit Cousine. Wie gequatscht. Bei uns ist es saukalt. Ja. So kalt hätte ich es auch gerne. Was ist hier los? Warum ist hier dunkel? Weil es 7 Uhr morgens ist. Ja, ich muss das mal einstellen, dass es auf 8 Uhr springt, glaube ich. Ja, das wäre cool. Das wäre cool, ne? Bisschen. Wäre schon cool. Mach ich mal. Jetzt muss ich aber erst noch meine Bridge hier fertig bauen. Mach das. Hier die Dingens oder was? Könnten wir. Steamin oder ist er wieder? Bloody Michi! Servus, danke für dein Follow, willkommen. Aber weißt du, wie ich die Dunkelheit fühle? Hardcore. Deswegen setze ich mir einfach eine Licht auf eine Birne. So ein Ding nämlich. So ein Ding nämlich. So, Hatchy. Hatchy Bumbatchy. Würde ich ganz gerne hier in die Ecke. Mal auf, du. Oder machen wir besser so versetzt, dass sie nicht übereinander sind. Junge.
Ja, man kann mal gucken, ob wir das hier später noch mit irgendwie noch Treppen machen oder sowas. Mal schauen. Junge, ernsthaft? Ich will eigentlich gar nicht, gar keine vollen Wände haben, ey. Aber wir können natürlich hier So, brauchst du noch irgendwas? Offline. Also im Game, ich bin gleich im Chat. Okay. Cheerio. Cheerio. Ja, ist ein bisschen kacke, dass ich noch nicht mal hier. Aber es ist halt was da. Ne? Da kannst du halt nicht geil bauen. Schöner wäre gewesen, wenn ich das ohne diese Stützen hätte bauen können. Ich könnte die aber hier. Ja, da machen halt. Naja, gut. Anders geht's gerade erstmal nicht. Ich kann mir noch überlegen, ob wir die vielleicht hier setzen, anstatt hier so. Eigentlich wäre cool gewesen, wenn das so drei breit offen gewesen wäre. Aber nee. Die Smoker nicht. Form of Powermond gesehen? Nee. Worum geht's denn da? Mach das offen, die Dinger. Das macht mehr. Weil wie es hier weitergeht, weiß ich halt noch nicht. Da müssen wir natürlich dann hier noch irgendwie ein bisschen verkleiden, vielleicht von innen. Na, ich weiß noch nicht. Wir müssen mal gucken.
Mystery. Das erinnert es an Lost. War ganz anders. Lost war schon geil damals. Nee, alles gut. Mir ging es doch nur um die Richtung halt. Ich guck aktuell noch Lucifer. Ich habe mir Lucifer angefangen. Ich bin aber jetzt auch fast durch. Immer so abends noch eine Folge oder zwei zum Runterkommen. Eigentlich wollte ich Stargate wieder anfangen, aber. Los. Und es hat Bumm gemacht. So. Ja, diese Kante ist natürlich auch ein bisschen nicht so schön, sag ich mal. So, jetzt müssen wir noch gucken. Machen wir den Bums jetzt ein tiefer wie die Türme? Oder erstmal genauso hoch wie die Türme? Und wir erhöhen die Türme dann vielleicht nochmal um ein oder zwei Stockwerke. Weil wir sind ja nicht hier, um zu kleckern, ne? Wird der geklotzt. Weil die Mara hat gesagt, ich soll eskalieren. Naja, auf jeden Fall kommt hier noch ein Stück drauf. Also. Das sollte klar sein, ne? Cargo ist am Schlüssel. Ja, ich lasse erstmal einen tiefer. Aber wie gesagt, wir werden das wahrscheinlich dann nochmal. Jetzt auch keine Dingens mehr mit, ne? So. Einmal. Junge, was war das denn? Nicht gut. Wahrscheinlich zu instabil, weil da nichts drunter ist, ne? So, vielleicht erst ein Dach reinziehen, verhält das dann. Ei. So. Hast du jetzt echt oben drauf gesetzt, du Birne?
Rust-Bausystem. Dann müssen wir es halt so machen. So, jetzt brauche ich mal einen Trapper. War Kimmich echt gut? Okay. Einige meinen das Gegenteil, ja. Dafür, dass er Josua war, war das schon okay, denke ich. Geh doch mal. Mach doch mal einmal das, was ich will, ey. Problem ist, die Seite ist halt ein Block breiter wie die andere. Das ist halt echt so, meh. Ne? 1, 2, 3. Na, da haben wir schon. Geht schon los. Geht schon los. Shitte, ne? Aber anders kriegen wir es nicht gemauschelt, oder? Ist der denn hier? Ball bitte nicht runter. Schon der, oder? Das ist hier doch nicht der Bayern-Stream. Der kommt morgen. Der kommt morgen, ey. Muss hier auf jeden Fall auch so eine Ruhe haben, damit das wenigstens. Wie mit der Klemmbausteine. Das muss halt schon so ein bisschen, ne? Dann komme ich auch nicht zum Fenster. Ja, weil das hier ein breiter ist. Dann mache ich hier zwei kurze. So. Ja, machen wir das so. So, die Filmkulisse steht schon mal. Ist jetzt wie in Hollywood ist nur so eine Fassade, die erstmal steht. Also nur schon mal fürs Auge von vorne. Von innen noch hohl. Ja. Was halt cool wäre, wenn ich die Ecken dazu kriege, aber das kriege ich nicht wirklich. Also Plan ist auf jeden Fall die Türme nochmal 2 hoch. Und das Mittelding halt auch nochmal 2 höher dann. Das ist so richtig so BÄM, weißt du? Die Front muss so BÄM sagen.
Ist doch nicht schlimm, Briggs. Nee, natürlich kannst du hier über Bayern reden. Mara wollte ich nur foppen. Ja. Wäre schöner gewesen, hätte ich die hier zwischenziehen können. Aber. Denkfehler in der Birne. Da müsste ich halt alles nochmal umreißen hier. Das ist halt Shit. Was wir halt eventuell machen könnten. Ich krieg hier halt auch gar nichts hin, ey. Ja, das könnten wir vielleicht machen. Aber das vielleicht noch hochziehen. Dann haben wir zwar hier immer noch so eine Lücke. Ja, das geht natürlich nicht, ne? Hat die Frage, ob wir es auf der anderen Seite auch hinkriegen würden. Das war hier, oder? Das ist halt nicht so eingedrungen aussieht. Hier natürlich dann die Lücke, wenn die hochkommt. Ja, alles gut. Ich denke, damit können wir dann leben. Das auch hochziehen. Ja, können wir ja mal eben machen. Ich hole mal eine Leiter, habe ich eine Leiter mit zufällig? Nee, habe ich weggepackt. Help bin. Ziehe ich die mal noch hoch und dann ist gut. Ja, na klar, kannst du sowas nur auf dem PvE-Server machen. Das ist schon klar, wa? Sei nur, du bist ein Clan, dann kannst du es auch auf dem PvP-Server machen. Deswegen spielen wir ja auf dem PvE-Server, um so ein Geschissel machen zu können. Wir müssen dann allein schon hier so ein altes Fördersystem bauen. Aber bis das hier fertig ist, also ich möchte nicht wissen, auf wie viel Steine das Ding hochgeht, ne? Der muss da durchgehend dann die Steine reinfördern. Tschö. Mach nicht so, Kollege, ne? Fang nicht so an hier mit Treppe, Leiter runterfallen und so. Fang so gar nicht erst an. Gut, eigentlich könnten wir das auch hohl lassen. Ich sehe jetzt leider nicht, da ist eine halbe Wand, wa? Fahren wir einmal hoch hier. Wiki Disco, ey. Dass ich jetzt den Guti mache hier. Da habe ich nämlich keine Lust zu.
Alter! Du bist ja noch ein höher, wa? Oder machen wir es auf die Menge? Machen wir auf Höhe von dem, wa? Der auch will bauen, kann ich, aber auch werden nicht. Ist ja eine wahre Pracht, ey. Schön abgefangen. Ja, wegen der Stabilität und so können wir das natürlich dann noch zumachen komplett. Das sieht auch beschissen aus, ne? Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht schön aus. Natürlich bleibt ihr jetzt hängen, ne? Ist klar. Nervig. Heute kam zweimal 7 Days Folgen. Geil, ne? Felix, bist bestimmt schon weg, hau rein. Hat er Fehler gefunden? Hat er die blauen Filter auf Require All statt auf Any Item gestellt? Ja, das ist er. Manchmal sind das so Kleinigkeiten, ne? Sein Ding, ja. Jetzt muss ich mich hier irgendwie hoch. Bauen, Alter, da muss ich dann Dingens dran setzen, dass ich da stehen kann, weil ich kann nicht mit dem Hammer abreißen hier. Oder kann ich mit dem Hammer abreißen? Doch, ich kann nur nicht schlagen, ne? Da 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 da. Ja, das sind die Probleme eines Baumeisters, ne? Naja, gut, dann lassen wir es erstmal so. Nehmen wir noch ein paar Tage Zeit. Da vielleicht noch was anderes einfallen zu lassen. Wird erstmal mit leben. Naja, es geht aber. Es geht, es geht. Nee, ich reiße nicht nochmal alles ab und baue neu, da habe ich keinen Bock zu. Das fühle ich nicht. Vor allem, ich kann es auch nicht anders bauen. Und dann müsste ich ganz andere Türme bauen. Dann müsste ich halt fähige Türme bauen. Und den hier abreißen ist halt super nervig, weil der Untergrund halt so viel höher ist, ne? Also eigentlich müsste der hier, der müsste einen rüber komplett. Also einen in diese Richtung hier. Also passen würde das sogar.
Aber das ist halt super ätzend. Weil der steht halt schon einen rüber. Siehst ja, die Wand ist einen Tacken länger wie die. Ja, da müsste ich den komplett versetzen um einen. Weil den kriege ich nicht weiter rüber hier. Weil da eine Foundation da nicht hinpasst. Aber das fällt ja nicht ganz so extrem auf. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss ich mir überlegen. Upkeep ist bis jetzt 22.000 Stonis. Wobei man sagen muss, dass das alles da unten auch noch dazu gehört. Ne? Also hier, die Butze gehört auch noch dazu. Der ganze Steg hier. Aber ja, der Plan ist auf jeden Fall hier nochmal so ein Moped. Ob genau denselben, müssen wir mal schauen. Aber hier auch nochmal so ein Moped hin, dann von da auch nochmal eine Wand hier hin. Muss nicht unbedingt gerade sein, müssen wir mal gucken, kann ruhig ein bisschen schräg sein. Hier haben wir ja auch keine gerade Wand, die ziehen wir halt auch noch hoch. Hier so auf Felsenhöhe, also auf der Höhe, die Höhe vielleicht. Das wird ja sogar passen sogar. Ja, und hier werden wir dann vielleicht einfach hier eine Sonne. Für die liebe Farm Mara. So, mal schauen, ob wir hinten auch noch irgendwie eine Farm. Brauchen wir ja eigentlich nicht, das ist ja der Felsen. Müssen wir mal schauen. Man könnte uns überlegen, hier vielleicht noch irgendwas zu machen. Dass wir die hier noch so mitnehmen, so mit einzäunen, dass wir hier einfach, also nicht irgendwie in so einem Kreis drum machen oder so. Mal schauen. Irgendwie so ein Ding. Ja, dann müssen wir das natürlich noch zumachen. Ja, wie gesagt, wenn ich das Plan war ja hier rüber. Das geht aber leider nicht, weil das nicht eine Linie ist, weil das alles Vierecke sind. Ich hier Dreiecke mit drin habe. Hier, diese Kombo. Einzige, was wir machen könnten. Aber da müsste ich auch den ganzen Dingen da umbauen, da habe ich auch keinen Bock zu. Ich wollte halt keine viereckige Türme haben. Ich wollte ja so ein bisschen hier so, ihr seht es ja, so ein bisschen rautemäßig. Statt einfach so viereckigen Block, so weißt du. Von daher lassen wir das erstmal so. Stein darin, 9 Tage, das ist noch okay. Ja, und hier muss ich mal gucken. Ich nicht. Das vielleicht doch zumachen oder was? Also hier so eine Wand. Vielleicht auch nochmal hier so schlitzemäßig hier so hoch. Aber schon so nach innen gerichtet. Weil dann wirklich nur hier diesen Eingang haben. Oder wir lassen es so offen. Weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen. Werden wir mal ausprobieren. Die liebe Farmara. Die mache ich schon 200 Bits bei mir. Der wild. Ja, schauen wir mal. Also es soll auf jeden Fall, wenn es irgendwann mal fertig sein sollte, soll es schon so sein,
dass wir halt oben, so wie jetzt hier auf dem obersten Stockwerk, dass wir halt echt einmal rumlaufen können. Das ist der Plan. Ob wir das hinkriegen, werden wir sehen. Und ich muss irgendwie überlegen, ob ich vielleicht einen zweiten Bauschrank irgendwie, dass nicht alles über einen Bauschrank geht. Aber gut. Da müssen wir echt Fördersystem bauen. Wenn das alles fertig ist, bestimmt, ja. Denke ich auch. Locker. Wie viele Slotties haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, wenn es 100k sind. Also 180k. Ansonsten lasse ich die Höhe halt. Und mache nicht nochmal zwei höher, die Türme. Mal gucken. Weil der ist ja, der Turm ist ungefähr die Höhe. Das passt, wenn wir den da hochziehen. Na, ja, muss ich mal gucken. Aber gut, das ist ja jetzt auch nicht so viel, ne? Die Türme, ja, wir machen die Türme nochmal zwei höher. Zwei höher, das passt schon. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Heute war es das. Ich bin fertig. Wir haben gut was gebaut. Easy. Werde ich vielleicht morgen mal ein bisschen weitermachen. Weiß ich noch nicht, wie ich Zeit habe. Wahrscheinlich eher weniger morgen. Ja. Ja, ja, ja. Und dann machen wir das vielleicht schon mal zu hier. Bei dem Felsen hier schön ein bisschen mit reinnehmen. Mal gucken, ob das einigermaßen geht. Die zwei höher. Ich glaube, das lassen wir dann sogar so hoch. Wenn die zwei höher sind, stehen die nochmal schön ein bisschen höher, ein bisschen ab. Ist schon okay. Ja, ganz kurz zum Abschluss. Vielleicht mir gerade noch eingefallen ist, was wir halt machen könnten. Sofern das. Aber ich kriege jetzt. Hier kriege ich eine Foundation hin. Aber auf der anderen Seite nicht, ne? Na doch auch. Okay. Wir könnten das halt nochmal einen rausziehen. Vielleicht. Aber dann sieht die Ecke noch beschissen aus, wahrscheinlich, ne? Naja. Ab in die Butze. Nochmal First Aid Kit gedrückt zum Hochheilen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, ne? Guten Start in den Montag. Also morgen wird es keinen Rust-Stream geben. Morgen ist Bayern-Stream. Danach werde ich keinen Rust-Stream mehr machen. Das lohnt nicht. Wenn, sehen wir uns Dienstag oder Mittwoch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen habt, haut's gerne in die Kommentarbox. Und ja, wenn ihr nichts von Rusty Rust verpassen wollt hier auf dem Kanal, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.